Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeguckt habt zu meinem neuesten Video. Letztes Mal habe ich ja das MFE gemacht, das ist das hier. Und das hat sich also schon ein bisschen mit Energie jetzt aufgefüllt. Heute mache ich jetzt noch das Jetpack. Übrigens, ich habe Neuigkeiten. Ihr habt sicherlich, oder ein paar von euch wahrscheinlich, schon von OnePlus gehört. Und ich habe mir jetzt OnePlus X geholt oder gekauft. Haben tue ich es noch nicht, aber es kommt bald. Es kommt bald. Und es wird echt cool, glaube ich. Weil dann. Dann sollte die Aufnahmequalität auch ein bisschen besser sein. Also, wenn man es jetzt. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Neuer Start. Ja, heißt, ich darf. Ah, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so cool. Das will ich eigentlich drin lassen. Stumm. Also ich brauche Motor, um jetzt genau zu sein. Ach ja, viele Ressourcen sind hier drin. Das ist ein Personal Treasure. Das ist ja. Ja, das ist ganz cool. Ich habe auch noch ein bisschen gebaut. Aber ich stehe jetzt gar nicht, oder was? Ich gehe jetzt auch schon mal schlafen und mach mal die Minimap an. So, das lag jetzt ein bisschen. Wenn ich nachher 50 Abonnenten habe. Alter, ich hätte nie gedacht, dass es so schnell kommt, dass ich so weit bin. Dann würde ich jetzt also die Map öffentlich stellen, was eben für einen gewissen Zeitraum jetzt veröffentlichen. So, ich will noch kurz was zeigen. Schärfe 1 Verbrennung. Dann habe ich noch ein bisschen gekämpft. Und jetzt schaut auch mal, euch mal das hier an. Federschutz, Feuerschutz 4, Federfall 4. So krass. Dann habe ich mir noch was aus Steel gemacht, hier ein bisschen zugebaut. Und ich habe hier ein bisschen was gebaut. Man sieht schon, ich will das mit euch noch ein bisschen verschönern. Aber zuerst mal müssen wir hier ein Jetpack machen. Okay, man braucht Stahlturbinen. Ah, genau, und so macht man auch einen Personal Safe, der ist überhaupt nicht teuer. Ohne TNT fest, das war eigentlich das, was ich wollte. Okay, das heißt, ich brauche Batterie und Stift. Warum braucht man da jetzt ein Advanced Circuit? Das ist aber neu. Ich tue ja mal jetzt ein bisschen Zeug raus. Ich glaube, das wäre ganz klug. Wo haben wir das jetzt? Batterie, brauche ich noch ein bisschen Zinn. Läuft bei mir. Ich habe keinen Zinn. Ah, doch ein bisschen.
Ja, Lava Generator habe ich übrigens auch gemacht. So, jetzt. Circuit. Ich meine. Okay, also ich fürchte, ich habe ein bisschen viel hier geholt. Ich tue dann das hier mal in Personal Safe rein. Der wird bald auch noch versetzt in die Werkstatt, sag ich jetzt mal. Ach nee, ich will ja gar kein Bedpack. Hier brauche ich jetzt einen Elektromotor. Das meine ich jetzt aber nicht ernst, oder? So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich tue den Stack jetzt rausschmeißen und den zu Eisen machen. Nicht ernsthaft. Schon wieder. Wehe, das klappt jetzt nicht, Alter. Das finde ich so derartig scheiße. Danke. So, und dafür hole ich mir jetzt einen Stack Steel. Also ich empfinde es okay. Und ich habe auch nicht wirklich was gewonnen da dabei. Weil ich ja wo ist jetzt Badpack? Dings. Ach stimmt, ich brauche noch ein Advanced Circuit. Was ich jetzt sagen wollte, ich habe ja jetzt nicht wirklich Plus gemacht, weil es ja Kohle auch noch gekostet hat. Ah, Glowstone ist hier. Was brauche ich denn für das Advanced Circuit alles? Normal Circuit habe ich. Gut. Muss es jetzt so unrund laufen? Goldbar noch. Ich behaupte mal, dass ich, was Gold anbelangt, keine großen Probleme habe. Und jetzt haben wir also das Jetpack. Aber wir haben keine Energie und dafür brauche ich das MFSU. Und jetzt können wir nachher auch gleich fliegen. So, das reicht auch schon. Und ich sehe gerade schon, dass meine Folge schon fast wieder zu Ende ist. 6 Minuten habe ich noch. Das heißt, ich tue mal das unnötige Zeugs rausschmeißen. Vielleicht noch das hier zusammen. Sonst brauche ich gar so viel Platz. Das hier noch ein bisschen was hier. Glass Panels. Ja,
einfach ein bisschen Ordnung haben. Wobei ich die Ordnung erst nachher mache. So, und jetzt kommt der große Moment. Noch was essen. Und jetzt werde ich gleich das erste Mal fliegen. Achtung, Freunde, haltet euch bereit. Und der erste Flug. Okay, ich wusste, da habe ich jetzt ordentlich Schaden bekommen. Aber das eröffnet uns jetzt eine Menge. Und ja, ich habe die Goldschuhe an. Ja, Mann. Das macht voll Spaß zu fliegen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Okay, das macht mir jetzt allerdings nicht so viel aus. Brauchen wir einen Eimer. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da Fallschaden bekommt. Trotzdem. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Eimer Wasser. Und den weiß ich schon, wo ich den bekomme. Normalerweise. Ja, gut. Gut, das hier wird jetzt dann also sag's mal so bisschen Anlaufpunkt sein für alles, was ich mache. Ich werde hier vielleicht noch, ach stimmt, ich wollte hier ja immer nachher so reinfliegen. Ey, gut, ich hab's sogar können. Vielleicht mache ich so einen Wasserstrom. Ah, genau, das ist auch voll geil. Ich werde in Zukunft immer meine Eisenaxt auf Höhlentouren mitnehmen, weil mit Glück hat man nämlich, ich glaube, eine höhere Chance auf Erze. Und warum habe ich das eigentlich gemacht? Naja, ist ja auch egal. Genau. Was brauche ich jetzt? Scheiße, nicht ernsthaft jetzt, oder? Also, sagt er jetzt mal nichts dazu. Es gibt gewisse Dinge, bei denen so eine Stahlspitzhacke jetzt nicht so geil ist. Übrigens, was auch ganz cool ist, ich habe Kartoffeln gefunden. Und was noch viel cooler ist, da ich jetzt ja das Jetpack habe, okay, ist das so schlecht? Na, die Rüstung. So, da muss ich nur meine andere Dings reintun. Ah, genau, richtig. Ich wollte nur ein Buch auf Level 30 verzaubern. Oder eigentlich sollte ich eher Dings Schuhe. Hier. Ich
Ja, das Portal wird übrigens auch bald da sein unter dem in der Hütte. Muss nur ein bisschen üben im Jetpack. Ach nee, jetzt brauche ich noch Edelschee. Das ist richtig schön, finde ich. Ich lerne fliegen. Lapis brauche ich jetzt noch. Und ich kann auf Level 3 sie verzaubern. Also auch von den Büchern her. Und darauf bin ich jetzt natürlich extrem stolz. Ach, scheiße. Ah, geht das gerade? Okay, gut. Ah, mein Handy klingelt jetzt. Ja, ich hab's gleich. Weil. Und was bekomme? Explosionsschutz 4 oder Wasserläufer 1, alter Explosionsschutz 4. Damit kann ich. Haltbarkeit 3. Krass, Alter. Damit kann ich jetzt zwar nicht allzu viel anfangen, aber es ist cool. Gut. Und nächste Folge würde ich dann sagen, fangen wir damit an, hier das Dach zu bauen. Die Halle ein bisschen zu verschönern und dann, ja. Gut, insofern, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und wenn euch das interessiert, dann würde ich ein Abo empfehlen. Und tschüss.